Vizepräsidentin Margit Jung eröffnete am 14. November die neue Ausstellung Mauern, Gitter, Stacheldraht im Thüringer Landtag. Meine Damen und Herren, wir stehen heute in der Verantwortung, die Erinnerung an das Geschehene als Mahnung an kommende Generationen weiterzugeben. Denn dadurch wird auch unser Bewusstsein für die Grundwerte unseres Gemeinwesens gestärkt. Die Ausstellung befasst sich mit der politischen Verfolgung in der sowjetischen Besatzungszone SBZ und der Deutschen Demokratischen Republik. Unter den vielseitigen Repressionen in SBZ und DDR litten vor allem junge Menschen, die wegen ihrer Einstellung oder Lebensweise in Konflikt mit dem Staat gerieten. Die Ausstellung gibt ihnen ein Gesicht. Sie ist noch bis zum 8. Dezember im Funktionsgebäude des Thüringer Landtags zu sehen.